Hey Leute, willkommen zu einem angespielt Video. Ich habe mir nämlich die Demo von Asterigos heruntergeladen. Ich hoffe, man spricht das so aus. Das ist mir empfohlen worden als Souls-like-Spiel. Ich habe keine Ahnung, um was es da geht. Das sieht hier so ein bisschen Fantasy-mäßig aus. Ich habe dazu auch noch gar nichts angeschaut oder gelesen. Also ich starte hier völlig unwissend in das Spiel. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch da jetzt einfach mal mit. Wir gucken uns das mal an. Vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen. Ich weiß auch gar nicht, was das kostet, wenn es dann mal rauskommt. Aber wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Wir können hier verschiedene Schwierigkeiten wählen. Story, Adventure, Challenge. Keine Ahnung. Für die Demo nehme ich jetzt einfach mal Story. Ich muss hier auch halten. Okay. Starten wir hier rein. In einem Land. Weit weg. Okay, kommen wir also in eine verfluchte Stadt, wo wir unseren Vater finden müssen. I'll be able to help. I promise. Please, just let me join. Hill, I've made my decision. It's not yet time for you to take part in this mission. Unser Vater ist anscheinend irgendwie auf eine Mission gegangen und hat uns nicht mitgenommen. Dusk Edge sind wir hier. The magic war here must be too strong. And here I thought I'd gotten used to it. This is the cursed city of Aphis after all. Oh, my things are all gone. Damn it. Just what I needed. Nicht laufen, also L, um zu laufen, um Umgebung zu checken, okay. Dann kann ich irgendwie ein Shiny-Objekt aufsammeln. Und ja gut, das ist ja die übliche Kamerasteuerung. Base Combat. X. Waffentechnik. Linker Bumper, ach du lieber Himmel. RT, um zu dashen und B, um zu rollen, okay. Damn. Some of my weapons are missing. What happened while I was knocked out? Also hier kann ich angreifen. Oh, da habe ich auch noch einen Hammer hier irgendwie. Ein Schwert, das sich in einen Hammer verwandelt. Ah, und hier kann ich schnell laufen. Okay, gut, das werden wir irgendwie noch gebacken kriegen. Und hier gibt's... Also das ist wohl eine Heilung. Quick-Use-Item. Gut. Ach so, das wird mir hier unten reingelegt. Okay, gut. Dann gehen wir. Achso, hier sollen wir nicht lang. Orders muss ich finden. Was für Orders? Aufträge? Die sollen hier irgendwo rumliegen. Oder was? Ah, hier. Check. Was check ich denn hier? I remember I suddenly lost consciousness right as I jumped down. Forget it. At least I'm all right now. I'd better finish my mission first. Ja, wenn ich wüsste, welche Mission. Kann ich hüpfen? Nee, hüpfen kann ich irgendwie nicht. Check Surroundings. Okay, dann checken wir mal die Surroundings. Also das haben wir schon gecheckt.
kommen wir nicht weiter. Das fängt ja schon gut an. Fängt ja schon gut an. Bin schon gar nicht mehr hier raus aus dem... Ach so, hier ist noch ein Blatt Papier. Ah, okay. Special Orders. Hierbei... I hereby appoint Hilda, Warrior of the Legion, to act on my behalf. Also, hier soll die Hilda, die wir offensichtlich sind, im Namen des Commanders irgendwas ausführen hier. Und zwar werden wir in die Ruinen der alten Stadt Aphes geschickt. Und wir sollen irgendwas über die Operation Ashwind rausfinden. Genau. Und wir bekommen... There's been no word from my father or the Legion since they arrived at the Cursed City. I need to find them as soon as possible. This is my only chance to prove myself. I can't dawdle here. Maybe I should have a look around first. Kann ich jetzt hier raus? Oh ja. Okay. Irgendwo höre ich hier Tiere. Tiere. What's this? It's filled with magic energy. I've never seen such a high purity. Could it be something from Aphes? Also hier haben wir irgendwie einen Mana gefunden, oder? Ein erster Gegner. Ach, und der hat meine Waffen. Aber ich hatte doch ein Schwert, oder? Ja, das habe ich ja immer noch. Ah. Gibt's hier was in den Kisten? Mal gucken. Nö. Das Viech rennt weg. Lack of tools to crack open. Okay, also wir können nichts öffnen im Moment hier. Es sieht da ganz niedlich aus. Erinnert mich so ein bisschen an Kena. Komme ich nicht weiter. Wo ist es jetzt hin? Ich habe gar nicht geguckt, wo das hin ist. Das Tier. Na, kann ich das durchschlagen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Okay, gut. Also hier kommen wir nicht durch. Aber wir können hier hochklettern, okay. Border Outpost. So, Grenzposten haben wir hier aufgetan. Eine magische Maschine. Und ich habe einen magischen Kristall. Making contact with the contact will record it as locations for Hilda's emergency. Achso, das sind Checkpunkte. Genau. Also wir kriegen auch unsere Gesundheit zurück, aber die Feinde sind auch wieder da. Switche Ability Page. Da kann ich irgendwas aussuchen. Ah, das werden wir gleich mal ausprobieren. Ah, Skill Tree haben wir auch. Und Punkte können wir auch sammeln. What is this feeling? My body feels normal.
Should be fine, right? Also ich guck hier mal. Ist der Bumper? Ach Gott, und hier kann ich noch irgendwas aussuchen, was auch immer. Das ist es nicht. Ah, genau. Hier, Inventory. Also da haben wir ein Quest. Das werden wahrscheinlich, die ist der Auftrag. Und dann haben wir ein bisschen Gegenstände, die wir verwenden können. Und wir haben jetzt 8 Attributpunkte und 3 Talentpunkte. Und die kann ich schon mal verteilen. Und woher weiß ich, was da was ist? Ja? Continuously deal heal damage to enemies. Ah, okay, gut. Das kann ich dann mit X anscheinend auslösen. Okay, Stormbreaker. Oh, das dauert wahrscheinlich wieder lang. Ich bin ja da immer so schlecht hier im bei diesen Skilltrees, weil ich mich nie entscheiden kann, was ich denn da einsetzen soll. Und außerdem weiß ich ja gar nicht, was die ganzen Sachen bedeuten. Ich habe hier 3 Punkte. Kann ich hier jetzt was aussuchen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, ich kann hier noch gar nichts aussuchen. Muss ich offensichtlich noch irgendwie was freischalten? Oder hier? Ah, hier kann ich irgendwas. Ach du meine Güte. Noch mehr Zeugs. Okay, ich bin schon am Anfang verwirrt. Ich kann hier 3 Punkte setzen. Was kann man denn hier machen? Wenn ich mit meiner Waffe angreife. Das klingt doch gut. Verstärkt das. So, und was haben wir hier? Hier kann ich meine Balance irgendwie erhöhen. Balance erhöhen. Ach so, ich kann ja ich muss den zuerst freischalten, damit ich dann andere freischalten kann. Quicksteps verbrauchen weniger Ausdauer. Stardust Amount. Ich weiß ja nicht, wofür was man das alles braucht. Ich glaube, da muss man 2-3 Mal durchspielen, bis man ungefähr weiß, was denn da geschickt ist. Ach, ich nehme einfach jetzt mal das hier. Also das hier oben scheint mir irgendwie ein Zauberbaum zu sein. So. Achso, habe ich das jetzt confirmed? Okay. Gut, gehen wir mal raus. Dann gehe ich hier nochmal rüber und guck mal, was ich hier machen kann. Hier kann ich den Angriff erhöhen. Das hier kann ich meine Gesundheit erhöhen und hier kann ich irgendwie meine Arkankraft, nehme ich mal an. Es ist ja toll, dass das irgendwie gar nicht so beschrieben ist. kann ich einen Tipp? Ah je, gut. Attack Power, doch, man kriegt ein bisschen was. Ja, Arkan. Skill Damage, Astral Point Recovery Rate. Da setze ich mal ein bisschen was rein. Arkan ist nie schlecht und Attacke ist auch nie schlecht. Machen wir das mal so. Gut. Also hier an diesen Töpfchen kann man offensichtlich skillen und sich heilen. So. Hier sitzen ein paar Eichhörnchen. Kann ich hier raus? Hier geht's weiter. Lock on target. Okay. Ah, da. Und ich kriege was?
Ach, da oben sehe ich was, oben rechts. 82 irgendwas habe ich jetzt gekriegt. Okay. Kann ich eigentlich... Ach so, eine Ausrüstung. Also die Steuerung ist ungewöhnlich. Muss man sich erst dran gewöhnen. Jetzt sind da zwei Typen. Oh, use kill. Ach. Oh, toll. Ah, okay. Dann habe ich dem... Das Rennen ist halt irgendwie auf der falschen Taste. Vielleicht könnte man das... Na komm. Oh, cool. Cool, cool. Der blockt das auch noch, oder? Der schmeißt mit Steinen. So. Ah, jetzt habe ich irgendein Fragment bekommen und eine zusätzliche Salbe. Gesundheitstränklein. Salbe. Doch, Salbe steht ja da. Und wir bekommen ein Story-Update. Habe ich jetzt meine Waffen? Staff, Spear, Bracelets and my daggers. All right. Got them all back. Ah, Equip Weapons. Ich kann jetzt meine Waffen ausrüsten. Irgendwas hatte ich doch aber in der Hand, weil... freely equip any weapon you want. Okay. Ich soll sie ausprobieren und dann entscheiden, was ich nehmen möchte. Ah, in der Demo kriegen wir da schon irgendwie ein bisschen hier da haben wir alle möglichen Skills jetzt bekommen. Und ich kann hier Schwert und Schild habe ich hier. Und einen Hammer. Und ich könnte auch den Hammer als... Ich nehme mal einen Speer. Speer ist gut. Probiere ich jetzt mal aus. Speer. Okay. Ach, und den Hammer, den könnte ich auch noch austauschen, okay. Gut, hier kann ich dann rasten und kann... Ich dachte, ich könnte jetzt hier... Hallo Eule. Ich dachte, ich könnte hier gucken, ob ich was upgraden kann, aber irgendwie offensichtlich nicht. Hier geht's hier rauf. Schauen wir mal, was hier oben ist. Ach, da komme ich auch bloß von der anderen Seite hier runter, oder? Ja. Okay. Gut, dann hopsen wir hier mal entlang. Eigentlich eine hübsche Landschaft. Also
erinnert mich wirklich so ein bisschen an Kena, muss ich sagen. Husk Edge. Oh, eine Kiste. Haben, haben. Achso, an der sind wir schon vorbeigekommen. Da hatte ich nichts zum Öffnen. Ah, Shabby Necklace. Important Item. Und ein... eine Seite aus einem Tagebuch. Shabby Necklace. Was mache ich mit dem? Ach so, aufleveln kann ich anscheinend dann immer zwischendrin. Da muss ich gar nicht an so einem Topf da sein, an so einer Schale. Trinket. Ach, das kann ich zusätzlich ausrüsten und dann kriege ich irgendwelche Resistenzen. Das machen wir doch mal. So. Aber wo genau muss ich jetzt hin? Wer tut denn hier auf den, auf die rechte Taste den Rennen-Button? Also. Komme ich nicht hoch? Vielleicht hier irgendwie? Ach so, da bin ich schon mal vorbeigekommen. Ich laufe wieder im Kreis. Super, super. Na gut, dann gehe ich immer vor. Kann ich hier hoch? Nee, kann ich auch nicht. Hm. Also ich sehe schon, seinen Weg muss man sich da mühsam suchen. Also hier bin ich vorbei. Ah ja, genau. Na, viel stärker als mein Schwert ist es jetzt auch nicht. Da hinten lasse ich jetzt mal und laufe mal hier vorbei. Wir wollen ja ein bisschen weiterkommen hier. Und da haben wir noch mal eine Tagebuchseite. Gesundheitstränklein, das nehmen wir gerne mit. Oh. Ah. Oh mein Gott. Was nehmen wir denn mal? Ah, da habe ich ein Schutzschild. Das ist ja cool. Und ein Level Up. Oh. Schutzschild ist gut. Hey, ich nehme überhaupt keinen Schaden. Das ist toll. Was habe ich denn da genommen? Dieses zweite hier, oder? Das mit Y. Muss ja mal alles ausprobieren. Das ist gut. Also. Aber ich glaube, ich muss hier mein. Na, jetzt dachte ich eigentlich, es geht meine Energie wieder hoch. Hm. Also meine Magie-Energie hier, mein Mana, das ist ja wohl der obere. Oder muss ich das hier? Ach, das ist eine irgendeine. Bombe oder so, oder? Oh Gott, bis ich mich da zurechtfinde. Oh! Ein Wolf! Oh! Oh Gott!
schießen auf mich hier. Ach, meine Energieleiste füllt sich hier wieder auf, wenn ich wenn ich die so bekämpfe hier anscheinend, okay. Na, so ganz habe ich es noch nicht verstanden. Also ich habe hier 4 Leisten. Also Lebensleiste und Stamina habe ich ja noch verstanden hier. Ach, jetzt bin ich wieder hier unten. Ah, Mist. Wieder im Kreis gelaufen. Oh nee, hier nicht lang. Gesundheitstrank nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob in den Kisten was drin ist. Ich befürchte nicht. Na? Ups, hier auch noch irgendwas? Ah, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Ach du meine Güte. Ich bin ja hier der echte Held. Nee. Da wollte ich ja gerade... Ich habe keine Ahnung, Leute. Es ist wieder so weit. Bin völlig... Nee, ich setze mich jetzt hier nicht hin. Ich könnte mal meine Gesundheit wieder auf Vordermann bringen. So, jetzt gehen wir hier mal weiter. Da unten sitzt auch irgendwie ein Gegner. Oh, hier ist irgendwie ein Fisch gemalt. Bedeutet das was? Wir wissen es nicht. Oh, hier kann ich was umtreten? Ah, ich kann was umkippen. Das ist quasi ein Shortcut, dass ich hier wieder raufkomme. Cool. Cool, cool, cool. So, dann gehen wir mal hier weiter. Das sieht mir hier nach irgendeiner Boss-Arena aus, oder? Haha. Okay. Aber bis jetzt finde ich es ganz niedlich gemacht, muss ich sagen. Ein Krokodil. Ein Krokodil. Guck mal, das hier probieren. Oh Gott, ich mache ja gar keinen Schaden. Probier mal mit dem hier. Oh,
Schnappi. Schnappi. Oh. Bin schon fast im Maul drin. Kann das auch stackern irgendwie? Okay. Oh Gott. Oh je. Oh. Ups. Muss ich hier irgendwie Bomben werfen auch? Wie werfe ich da? Okay. Das war doch cool. Machen wir gleich nochmal. Dann krieg ich mal was daneben, okay? Macht aber nicht sehr viel Schaden. Oh, probieren wir mal A. Gucken, was das ist. Oh, sehr nice. Oh. Okay, wir haben einen Boss besiegt und ein Level Up bekommen. Und eine neue Waffe und oder irgendwas. Gut, ich denke, das soll es mal gewesen sein hier fürs Anspielen. Ich finde es ganz niedlich gemacht, muss ich sagen. Bin gespannt, was dieses Spiel noch so bringt und welche Bosse und Fähigkeiten wir da freischalten können. Aber so vom ersten Eindruck hier gefällt es mir schon ganz gut. Dann denke ich, fürs Angespielt reicht es jetzt mal. Knappe halbe Stunde hier. Vielleicht hat es euch ja auch gefallen. Also ich finde es ganz niedlich gemacht. Dann verabschiede ich mich hier für dieses Angespielt-Video und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!